meine Kinderchen da draußen. Die lang ersehnte Folge Orphans ist draußen, ja. Oder kommt jetzt raus, ne? Ja. Haunted, ja. Genau, ich muss mal ganz kurz rekonstruieren, weil ich hatte ja in der Zeit das gut durchgespielt und ich habe mich da intensiv damit beschäftigt. Themels. Wow, es gibt Themels. Oh. Ah. Uiuiui. Das ist cool. Oh, das ist auch cool. Das ist auch cool. Tut mir leid. Zumindest zu diesen Hackern, ne? Ich verbinde das nie mit The Healing. Das ist auch nicht böse gemeint. So, ich finde das ziemlich nice. Kann ich das auswählen oder? Möchtest du 25? Habe ich denn 25 Picks? Keine Ahnung. Schätz. So, Haunted. Ach ja, genau, das war ja unsere Gruppe. Offensichtlich hat es bei mir nicht funktioniert. Sandy, ja. Und eins der Viecher ist mir genau ins Gesicht geflogen. Ich konnte mich noch im letzten Moment an einen Stahlträger festhalten. Ansonsten wäre ich die gesamten drei Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Genau, sie redet von ihren... wo waren die noch gleich? In der Ukraine oder so? Nee, irgendwo waren die da, in so ein Dings, ein Hotel. Und genau. Ne, da hat sie sich dann den Adlerbeine gemacht. Diese ganze Anstalt erinnert sie so ein bisschen daran. So, oh, krass, OMG, Bitch. Ganz schön gefährlich, euer Hobby. Jared, sind halt alles marode Gebäude, in denen wir uns rumtreiben. Aber du hast recht, Tammy. Tammy, I got love in Miami. What? Nur finde ich es hier noch gruseliger. Ich muss aber zugeben, mit Musik ist es jetzt etwas spannender, entspannender. Leute, den Weg zum Auto kann ich mir sparen. Ich habe den Wein gefunden. Ja, auf einmal so? Achso, hat sie mitgenommen, wahrscheinlich doch. Juhu, saufen! Oh, das ist schlecht. Doch nicht saufen, aber könnt ihr alles vom Boden aufschlürfen dann? Das ist ja mal wieder typisch. Na klasse, Mika! Nix da! Leon, ich war das nicht. Ich habe die Tasche hier so gefunden. Super. Wer war's dann? Keiner will zugeben. Ich nicht. Ich saufe zu gerne, als dass ich so etwas droppen würde. Ich weiß auch nicht. Hab den Wein nicht angefasst. Klar, jetzt war's wieder keiner. Natürlich nicht. Wer weiß, vielleicht mögen Geister keine besoffenen Hühner. Ja, na klar. Aber die Dinger sind immer noch geil hier, ne? Finde ich mega cool. Witzig, Leon. Sehr, sehr witzig. Warte mal. Samu und Ina sind doch auf dem Weg. Ach, stimmt. Ich rufe mal eben Ina an. Dann sollen die beide noch Wein mitbringen. Ihr denkt nur ans Saufen. Oh, Nachzügler? Samu und Ina gehören auch zum Team. Geil. Aber Samu musste noch arbeiten. Deshalb kommen die beiden nach. Immerhin arbeiten die, ne? Und leben nicht von ihren Influencer-Geld. Sandy, sag Ina, sie soll auch noch ein bisschen Junkfood mitbringen. Ich habe gerade voll Bock auf Chips oder Nachos. Fressen macht dick. Auf Chips hätte ich jetzt auch Lust. Junkfood habe ich mir abgewöhnt. Figuren so. Genau. Habe ich mir auch abgewöhnt. Figuren so. Ach ja, wahre Schönheit kommt von innen. Ja. Ja, das ist, ja. Da, 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 di, da, di, da. Ah, das esse ich auch gerne. Wer ist denn die Kalippo? Ja, die heißen Kalippo, ne? Kalippo! Weggedreht, damit man die Marke nicht sieht. Ich erreiche ihn ja leider nicht. Habt ihr geschrieben?
So Leute, ich wäre soweit. Wie sieht es aber eigentlich so aus? Tito. Mann, die wollte noch Fotos zeigen, ne, von sich. Ja, kamen sie nicht mit rüber. Ich warte nur auf euch. Ich wäre nun auch soweit. Leon ist irgendwie immer der Letzte. Und obwohl er immer so am Drängeln ist, der Leon, ne? Chill mal, Jarek, ich bin dran. Was nun, alle zurück in den Speisesaal? Lass uns vorher noch einmal die Camps checken. Und natürlich funktionieren die Camps alle anstatt auf so einen Laptop, alle auf diese WhatsApp-Gruppe. Alles klar! Sandy, übernimm du den Bürotrakt in der dritten Etage. Nochmal dritte Etage, kannst du vergessen. Okay, doch keine so gute Idee. Was? Tammy geht ins Nonnenzimmer. Nonnenzimmer? Waisenhaus. Ja, Nonnen können brutal sein. Na, das passt ja. Jarek, du bist eh unten. Übernimm du den Flur. Check. Und ich räume die Scherben weg. Ja, bevor sich noch der Hase dran schneidet. Günther. Haben wir ihn Hans Günther genannt? Naja. Nicht so, dass sich Hans Günther noch dann verletzt. Eben. Wie sagt man schön, Scherben bringen Glück. Schade um den schönen Wein. Ja, ja. Doch eigentlich würde ich das eher mit dem Wein nehmen, ne? Wie gesagt, ich bin jetzt auch schon wieder. Okay, beeil dich. Wir wollen fertig werden. Die Cam ganz oben im Dachgeschoss sollten wir auch nochmal checken. Mika, ist das bei dir angekommen? Ich soll ins Dachgeschoss? Bist du irre? Oh Mann, das machst du doch extra, Leon. Du Vollarsch. Jetzt stell dich mal nicht so an. Oder soll ich dir Hans Günther als Begleitschutz schicken? Das könnte klappen, ne? Ja. Schon gut, ich mach mich ja auf den Weg, sobald ich hier fertig bin. Okay, bis dann, Leute. Bis gleich. Wir hatten noch kein Heckspiel gehabt, ne? Nee. Sorry, Tom G. Ich muss gerade ziemlich langweilig für dich sein. Es ist total langweilig. Ach, ich find's echt lustig. Ihr seid schon echt eine nette Truppe. Ach, ein wenig. Sorry, bin kurz eingenickt. Ist das die Waschmaschine? Leute, schaut euch das mal an. Okay. Er kann uns retten. Oder so, er kann uns retten. Okay. Etwas ähnliches stand doch auf der Rückseite von diesem Foto. Schon wieder so ein Spruch. Echt gruselig, Leute. Plupp. Ja, ganz schön creepy. Mir läuft es eiskalt den Rücken hoch. Warum eigentlich Rücken runter? Ist klar, Mika. Das zum Thema die Story etwas ausschmücken. Haha. Du denkst doch nicht etwa, ich wäre das gewesen, oder? Nein, niemals. Natürlich nicht. Jetzt lasst uns zusehen, dass wir hier fertig werden. Und behaltet euer Handy im Auge. Spannung. Ey, Tom G. Ich muss gestehen, Mika hatte recht. Was? Erst dieses Foto mit deiner Nummer drauf und jetzt dieser Spruch am Fenster. Ach so, und nicht zu vergessen, du siehst schon seltsame Dinge in unserer Drohnenaufnahme. Ach ja, genau, Alter.
Unsere Story hat echt Potenzial, oder? Ja, Jarek, ich habe da wirklich was gesehen. Mika scheint auch etwas zu tun. Hand aufs Herz, wer von euch war das mit dem Fenster? Das habe ich so gefeiert, ne? Ich habe ehrlich keine Ahnung. Ja, ist klar. Wir sehen jetzt schon Geister. Mika traue ich es jedenfalls nicht zu. Das ist eigentlich gar nicht ihre Art. Aber egal, ich find's gerade einfach nur mega spannend. Ich stehe ja eh voll auf alles, was mit Horror und Geistern zu tun hat. Ich auch. Ich mag mich auch gerne gruseln. Ne? Das, also gruseln finde ich schon ziemlich cool. Ich finde Horrorfilme und sowas auch echt klasse. Da glaubst du an Geister und so ein Zeug? Echt? Nee, das ist nichts für mich. Ja, ich mag mich gerne so Grudge und so. The Grudge fand ich so geil. Ring fand ich scheiße so ein bisschen, ne? Aber The Grudge. Außer der letzten Netflix The Grudge, der war voll für den Arsch. Nein, ich stehe einfach auf den Nervenkitzel. Zenny hat mich anfangs gehasst dafür. Du hast es ja sicher schon mitbekommen. Wir waren mal alle eine Weile zusammen. Was? Alle? Oh, amore, amore, alle hier, gang, bang, gängeli, bang. Ich sag gang, gang, bangeli, bang, gang, bang, bang, gang, bang, gängeli, bang. Ich sag gang, bang, bangeli, bang, gang, bang, bang, gang, bang, gängeli, bang. Ich sag gang, bang, bangeli, bang. Ach, wir waren mal eine Weile zusammen. Ups, ich dachte Polyamore. Polyamore, Polygamia. So. Ja, habe ich mitbekommen. Ihr scheint euch aber trotzdem super zu verstehen. Darf ich fragen, wieso es zwischen euch nicht geklappt hat? Das ist ja nun, wir sind ja nun so der Grinch der Liebesgeschichten, ne? Wir haben relativ schnell gemerkt, dass es einfach nicht passt. Und trotzdem sind wir nach wie vor dicke Freunde. Irgendwie komisch, oder? Tja, weiß nicht, ob das geht, weil dann hat die vielleicht mal einen Partner und kommt die Eiersucht hoch. Nein, wieso? Ist doch klasse, dass ihr euch weiterhin so gut versteht. Eine Trennung muss ja nicht für immer in einem Streit enden. Genau! Also, ich könnte das nicht. Naja, weiß ich nicht. Also, ich habe keinen Kontakt zu meinen Ex-Freundinnen. So gar keiner. Will ich auch gar nicht. Irgendwie, wo ich alle hasse. Nein, nicht alle. Die ein oder andere, ja. So, ja, absolut. Ich bin auf jeden Fall froh, wie es jetzt ist. Ja? Vor allem, dass Sandy richtig Spaß an unserer Sache gefunden hat. An unserer Sache? Sandy konnte mit unserer Geisterjagen anfangs mal so gar nichts mit anfangen. Aber jetzt... Sie steht eher auf so Fantasy- und Mittelalterkram. Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch Wikinger-Fan. Aber irgendwie konnte ich sie dann doch überreden. Aber man kann doch alles mögen, oder? So Mittelalter und Geister sind doch gar nicht mal so weit auseinander, ne? Wenn man so alte Burgen denkt und so ein Scheißen. Ja, ja. Habe sie dann mal mitgeschleppt auf einen unserer Trips. Und was soll ich sagen? Seither ist sie auch mit dabei. Wie du siehst, das kann ganz schnell gehen. Ja, wie du siehst, wirst du es auch bald sehen, wenn sie von jemand anders geknallt wird und du zugucken darfst. Oh, Tomji, du bist auch ein Frechdachs! Und wenn du nicht aufpasst, bist du auch bald einer von uns. Im Grunde genommen bist du ja schon ein Teil der Gruppe. So würde ich das nicht sagen. Ja, stimmt, ja. Pff, ich fühle mich total dazugehörig, ne? Ja, ja. Ja. Wart's ab. Du wirst bestimmt deinen Spaß haben. Ach, wo wir gerade beim Thema sind. Wie du mitbekommen hast, wir haben hier alle Hände voll zu tun. Also seh zu, dass du einen Arsch hierher bewegst und mithilfst. Wie sieht's aus? Magst du uns doch helfen? Beziehungsweise mir? Oh, Jarek. Deswegen hat das nicht funktioniert. Ja, was denn? Was kann ich denn tun? Wie soll ich denn von hier aus helfen? Es ist eigentlich ganz einfach. Aber eins vorab. Du musst Dinge tun, die du noch nie getan hast. Die anderen dürfen nichts davon erfahren. Soll ich dir ein paar erregende Filme... Du machst es ja mal spannend. Also pass auf. Ich bin vor ein paar Tagen auf einen Blog-Eintrag gestoßen. Von diesem Ghost Hunter. Henry Fonz. Aha! Es hängt alles miteinander zusammen. Fonzi Bonzi. Bei dem Namen klingelt was. Ja,
Du hast bestimmt schon einmal irgendwo etwas über ihn gelesen. Ja, kann sein, ja. Ja. Er ist eine ziemlich große Nummer auf dem Gebiet des Paranormalen. Hat schon etliche Bücher geschrieben. Auf jeden Fall rührt er in seinem Blog schwer die Werbetrommel für sein nächstes Buch. Es geht um ein altes Waisenhaus, in dem es angeblich spukt. Oh, das Waisenhaus. Die schreckliche... Oh, das hat gepusht. Die schreckliche Wahrheit. Norma Ziegler auch dabei. Henry Fonz und Norma Ziegler haben sich durch intensive Recherche tief in die Abgründe des Waisenhauses vorgearbeitet. Ich dachte gerade, das hier liegt... Das wäre ein Kondom gewesen. Dachte ich gerade, wäre es... Ja, dieses Ringelding und dann diese Tüte... Sorry. Norma Ziegler, cool. Also, die beiden, Henry und Dings, sind ja auch bei Instagram sofort folgen. Silvio... Oh, ich habe vergessen, Silvio... Ich folge dir ja auch. Ne? Ja... Sind ein Pärchen. Oh, schön, oder? Ich finde das toll. So, du meinst, es geht um das Waisenhaus? Die schreckliche Wahrheit, das hört sich spannend an. Ja, das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Die schreckliche Wahrheit, auch schon mal hier. Voll! War ja auch schon mal hier. Ich bin neugierig geworden und habe angefangen, etwas tiefer zu graben. Es finden sich ja sonst kaum Infos zu diesem Gemäuer. Naja, was soll ich sagen? Dass wir noch gar nicht gehackt haben, ne? Ich habe mir Zugang zu Fonz Cloud verschafft. Hat er sich Zugang zu Fonz Cloud verschafft? Alter, du Hacker! Jetzt kommt auch noch gleich der Wolf, Fetten und Hans. Willkommen, Henry Fonz. Willkommen bei Ihrer persönlichen Cloud. Mit Online-Speicher haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Datei. Und zwar ganz flexibel über Browser und unsere kostenlose App. Uploads offen. Genau, Orphan, Chinch und Friedhof. Allgemeine Medien, Artikel, Berichte, Diaries, EB, Personalaufnahmen. Und die können wir, sollen wir jetzt alle durchhacken, oder was? Okay. So bin ich auch auf dieses Waisenhaus und dessen Standort gekommen. Oh, du bist ein schlimmer Finger, Jared. Und du willst den anderen das wirklich vorenthalten? Ja, will er wahrscheinlich. Die Waschmaschine oder ist der PC, der so laut ist? Naja, sich in verlassenen Gebäuden herumzutreiben, ist so eine Sache. Aber ich will, sich illegal Zugriff auf Dateien fremder zu verschaffen, ist etwas anderes. Ja. Ich denke, da müsste ich mir ganz schön was anhören. Ja, ich denke auch. Es ist nicht korrekt, sowas macht man nicht. Aber in Fonz Cloud befindet sich noch ein ganzer Haufen Dateien. Da geht man nicht mal. Das meiste leider verschlüsselt. Ja, zum Gut, zum Glück. Leider hatte ich kaum Zeit, mich selbst darum zu kümmern, aber ich installiere jetzt eine App, in der du was hacken kannst. Das könntest du für mich machen. Als die anderen von dem Waisenhaus hörten, ging alles Schlag auf Schlag. Und unter uns. Ich wollte natürlich unbedingt der Veröffentlichung von Fonz Buch zuvorkommen. Ah ja. Aber jetzt könntest du dabei helfen, mehr über diesen Ort und seine Geschichte herauszufinden. Ich habe vom Hacken mal so gar keinen Plan. Kein Problem, ich installiere deine App und habe ich vom guten alten Freund, der heißt Wolf. Das brauchst du ja auch nicht. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Mika hat ihren Avatar mit. Oh, Mika, warte mal, checken wir gleich mal ab. Da, hier den Mika. Ich habe hier ein Tool, damit kriegt man so ziemlich alles geknackt. Ist relativ selbsterklärend. Selbsterklärend, das sagt so jeder eigentlich, ne? Und am Ende verstehst du nur Bahnhof. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl bei der Sache. Klingt interessant. Wieso machst du das nicht? Okay, jetzt war die Waschmaschine. Naja, du hast es ja mitbekommen. Wir haben noch jede Menge andere Dinge zu tun. Und der Empfang ist ja auch nicht gerade der beste, weißt du? Deswegen schreiben wir ja so super aufgeregt miteinander. Selbst der Laptop ist noch nicht angeschlossen. Und außerdem habe ich irgendwie gesagt, keinen Bock, dass die anderen was mitkriegen. Hey! Und keine Sorge. Mein Kumpel, von dem ich das Tool habe, ist ein professioneller Hacker. Ja, wie heißt der Wolf? Er hat mir versichert, dass es zu 100% safe ist. Die Verknüpfung zu Fonz Cloud ist bereits eingerichtet. Alles, was du tun musst, ist nach und nach die Datei zu entschlüsseln. Ich bin schon gespannt, was du dort findest.
Clouds hacken, das macht man nicht. In Ordnung, lass uns loslegen. Yeah! Du bist der Beste, Junge! Der Beste! Also, wenn du etwas Interessantes findest, immer her damit. Okay, Leute, ihr wisst ja, ich bin der YouTuber Tom G. Ich mach so etwas nicht wirklich. Hm? Alles klar. Probier's am besten einfach mal aus. Wirst schon sehen, es ist keine Raketenwissenschaft. Danke, Tom G. Knatterratter! One moment, please. In Starlink Stack Hack. Ist es wieder Tetris oder ist es wieder oder ist es Candy Crush? Ne, Candy Crush heißt Candy Rush, ne? Candy Rush, Candy Crush. Dann sollen wir es hier stellen. Ich bin mal kurz gespannt, was es ist. Jetzt hacken. Ich will mal ganz kurz mal hacken einmal. Ach nee, das sind ja die Healing-Geschichten, ne? Dieses Zusammenverbinden-Kack-Ding, ne? Dop, dop. Genau, so war das. Und wenn du einen Kasten hast, dann hast du dann die Möglichkeit. Muss ich Farben hacken? Ne. Ach Leute. Wenn du Kasten hast, dann hast du Möglichkeit, viele dieser Farben abzuräumen. Ups. Wie viel muss ich denn nochmal? Züge 13. Ach, denn wenn die ganze Linie freigeschaltet ist, dann bin ich durch damit, ne? Alles klar. Ich dachte gerade, das ist schon mein Dings. Wow, was haben wir hier? Nur zwei hier, wa? Möglichkeiten gibt's hier nicht? Wow. Geht schon gut los, ne? Ich hab richtig Bock darauf. Huch, hab ich mich erschrocken. Nein, jetzt keine wieder anschauen. Ich schau jetzt wieder an. So, mal gucken. Belohnung, ja. Okay. Der erinnert immer die Farbe, ne? Der kleine Spacko. Blub. Blub. Oh, ich hatte gerade so ein gutes Ding gehabt. Ach, guck mal hier, jetzt geht's nach Farben, Leute. Guck mal da, guck mal da, guck mal da. Da di da di da, da di da da da. Oh, da sind, nee, sind wir noch nicht ganz durch. Rup, rup, rup. 12 sollen wir davon hacken, wa? 9 blaue. 9 blaue, wenn ich dich verhaue, dann geht das hier richtig bei uns voll ab. Zack, zack. Und die knall die mal die. Achso, einer fehlt noch, komm. Ja, gut. Okay. Nein, wollen wir kein Video anschauen. So, wir haben was gehackt. Oh, das ist am Ende. So, nochmal Mika checken. So, Miki, Mäuschen. Ja. Oh. Ein Zungenpiercing. Oh Mann, Leute, was ist nur los mit mir, ey? Links, folgt mir auf Insta. Na los, Leute, macht es. Was haben wir hier? Stimmt, das haben wir schon gesehen. Dass man das immer nicht abbrechen kann, das ist einfach manchmal so anstrengend. So, genau, das sind die Dinge, die wir schon alle gesehen haben. Auf dem Klassenfoto wo unser Dings drauf. Ja, super, klasse. Wir müssen mal gucken, dass wir die Beziehung zu Dings verbessern. Ich wäre jetzt gerne dort, wo meine Gedanken gerade sind. Ach, das sollte man nicht so sagen, ne? So, Kinderchen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wahrscheinlich morgen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssli, Müsli.